Hallöchen, ihr Lieben. Ja, da bin ich mal wieder, euer Elfenstübchen. Ich grüße euch ganz lieb. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr euch daran erinnern könnt, habe ich mal meinen Halloween-Kranz gemacht. Der hängt auch fleißig an der Tür und der hängt auch nach wie vor. Er ist noch nicht geklaut worden. Holz. Da ist Holz. Ja, und ich wollte euch ja eigentlich mitnehmen, zu dem, wie man so einen Kranz macht. Mache ich natürlich gerne. Leider habe ich eben mein Video schon angefangen und aus Versehen nicht auf Pause gedrückt, sondern auf Stopp gedrückt. Aber das ist alles gar nicht so tragisch. Fange ich nochmal von vorne an. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also, hier drunter verbirgt sich ein Styroporkranz. Ein Styroporkranz könnt ihr nehmen. Ihr könnt ein Holzkranz nehmen, also Holz hier so, dieses Strohdingszeug da. Oder so ein Mooskranz oder Drahtkranz. Es gibt zig Varianten. Ich habe Styropor genommen, weil man da zur Not auch nochmal eben so was reinpieksen kann. Dann habe ich den ganzen hier mit so einem Vlies umwickelt, damit man das Styropor eben halt nicht mehr sieht. Und ein bisschen wird hiervon immer durchschimmern, also von daher einmal mit irgendwas umwickeln. Vielleicht habt ihr auch einen netten Stoff oder sowas. Da könnt, ja, die Fantasie hat da keine Grenzen. Dann, wie ihr sehen könnt, hier diese Nupsis. Da zeige ich euch gleich, warum, wieso, weshalb und wie man die da dran macht. Also Chenildraht bzw. Pfeifenputzer. Ja. Dann zeige ich euch mal, was man da noch so alles verwenden kann. Ich habe hier noch so ein Schleierband. Das habe ich in ganz vielen Varianten. In schlicht pink, was so glitzert. In grün, was so glitzert. In weiß, was so glitzert. Dann habe ich hier noch mit so irisierenden Punkten drauf. Auch so ein Schleierzeug. Dann habe ich das gleiche in weiß, pink und grün. Das ist so eine Spitze. Habe ich noch. Dann werde ich hier noch so ein Band verwenden. So ein Saturnband. Könnt ihr natürlich auch variieren, wie ihr möchtet. Dann habe ich ja letztens geschenkt gekriegt, das Paillettenband. Das werde ich versuchen auch mit einzubringen, weil passt irgendwie ganz cool und zu Weihnachten sowieso. Weil es wird ja ein Adventskranz, ne? Dann könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Oh, mein Kaffee. Ich habe mir dieses hier mal beim Teddy gekauft. So ein ganzes Teil hier, ich glaube es sind 2 oder 3 Meter. Ich glaube für 1,50 oder so. Aber da gab es eben halt nur diese beiden Farben hier. Und ich bin ja schon bei meinem Halloween-Kranz da drauf gekommen. Das ist hat irgendwas mit Angeln zu tun für die Köder. Ja, also dieses Zeug hier gibt es in zig Varianten, in zig Farben, in zig Decken. Im Angelshop. Da habe ich es jetzt her. Ja, ich bastel damit. Dann könnt ihr noch hier so ein Band verwenden. Also das an Bändern, das was ihr findet. Ja. Und wo ihr Lust drauf habt und was ihr mögt und so weiter. Dann habe ich hier, die sind an so einem Draht. Einmal in grün und einmal in weiß. Mir gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich sie verwende, aber ich gucke mal. Was haben wir noch? Ja, ich habe hier noch so grüne Fuzzis hier und die passen farblich total genial. Deswegen nehme ich auch einen Styroporkranz, weil die haben ja Draht und das kann man zur Not in den Styropor rein drücken. Dann ist der Draht auch verschwunden. Was haben wir noch?
Ja, ich hatte, die habe ich auch bei dem Kranz, der da fertig hängt, verwendet, allerdings in einer anderen Farbe. Und ich habe sie mir noch in diesem rosa Pink hier gekauft. Ich finde die wunderschön und ja, passt zu Weihnachten, zu Winter. Zwar nicht unbedingt im Pink, aber ist ja halt mein Thema Pink-Grün. Ja, dann braucht ihr noch Lichterketten oder eine. Die gibt es ja nun wie Sand am Meer in allen möglichen Läden. Ich habe einmal jetzt hier die in Grün. Da bin ich gespannt und werde das mal ausprobieren, ob die auch grün leuchtet oder ob der Draht nur grün ist. Da sind nur, huch, Entschuldigung, nur so kleine Pinökels drauf. Und hier habe ich noch eine mit so Schneeflocken. Die leuchtet sehr grell und sehr intensiv. Das weiß ich von dem Kranz da hinten. Ja, was sonstige Deko könnt ihr natürlich verwenden, was ihr möchtet. Ich habe mir zusätzlich dieses Mal keine Hexenfüße genäht. Es sind die gleichen, aber ich habe sie mir in Grün als Wichtelfüße genäht. Hier kommen noch Glöckchen dran. Da und da. Und dann habe ich mir noch eine Wichtelmütze selbst genäht, selbst erfunden. Die habe ich mit Watte ausgestopft und habe mir hier auch so ein Plüschdings dran gemacht. Und hier kommt auch noch eine Glocke dran. Ich bin der Meinung, dass ich von Ute, also ich weiß, dass ich von Ute mal diese hier bekommen habe. Die sind mir aber eigentlich zu klein und zu grell. Dass ich auch mal eine größere Tüte mit größeren Glöckchen gekriegt habe. Ich bin, also ich weiß nicht mehr von wem, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier ein leichtes Chaos habe, aber ich finde die nicht wieder. Ich bin noch auf Suche, deswegen habe ich da noch keine rangenäht, weil sonst hätte ich da schon große weiße Glöckchen, also ja, dran gehabt, aber ich finde sie ja nicht wieder. Ja. Das ist so einmal die Deko. Und dann habe ich mir die hier noch gestickt. Ich habe mir wieder mein cooles Kunstleder gekauft, was so glitzert. Und das lässt sich immer wunderbar besticken. Ja, da habe ich mir hier diese Bonschen, das passt ja eigentlich auch immer zu Weihnachten. Und hier die Zuckerstange genäht, die Mütze. Und da mache ich noch Schleifenband rein, eine kleine Schleife drauf und das kommt auf alle Fälle auch auf dem Kranz. Ja. So, jetzt haben wir knappe 10 Minuten geredet, was da alles dran kann. Ja, also wie gesagt, von großen Schleifen über irgendwelche Perlen und weiß der Geier, da passt. Könnt ihr ranbauen, was ihr möchtet. So. Da ja mein anderes Video eben schon flöten gegangen ist, beziehungsweise nicht so, wie ich wollte, zeige ich euch jetzt das hier nochmal eben, warum ich hier die Antennen dran habe. Oder wie ich die ran gemacht habe, sagen wir mal erst so. Ich werde das Video immer, ja, ich werde euch immer zeigen, wie man was macht. Dann drücke ich auf Pause und dann mache ich wupp, das schnell fertig. Und dann machen wir den nächsten Schritt zusammen, weil sonst, ja, so ein Kranz ist ein bisschen zeitaufwendig, das dauert ein bisschen und ansonsten sitze ich hier nämlich ein paar Stunden und so viel labern kann ich heute nicht. Gut, also, ihr braucht definitiv irgendwie ein oben, weil ihr ja ein, ach, das habe ich noch ganz vergessen. Ich habe hier noch so ein riesen Schleifenband. Das ist nicht ganz pink wie die anderen, aber das ist nicht so tragisch. Das werde ich oben als Schleifenband zum Aufhängen halt benutzen. Ich noch irgendwas vergessen? Ne, ich glaube nicht. Gut. Also, fangen wir an. Ich habe den ganz einfach hier drum gewickelt.
etwas stramm gezogen und hier ein, zwei Mal gedreht. Warum, zeige ich euch gleich. Nochmal einmal drum gewickelt und so. Der hat, ich meine, ich glaube, ich habe die Verpackung noch. Im Moment. Ja. Der hat 30 cm übrigens, der Draht. Ja. So, das ist der erste Streich. Dann mache ich weiter mit dem hier. Und das sieht jetzt etwas merkwürdig aus. Aber das, mal gucken, weil das ein paar mehr sind hier, ob ich das auch so alles hinkriege, wie ich das gerne haben möchte. Ihr nehmt euch einfach alle, also ein, den und den. Und den grün und den pink. Also ich nehme alle zusammen. So, jetzt stelle ich mal meinen Kaffee mal eben weg hier. Nähmaschine ein Stück zur Seite schieben. Ich habe keine Lust, dass mir hier gleich irgendwas entgegenfliegt. Ich habe mir den, ich werde den hier jetzt oben gleich einmal so festmachen. Und dann immer rein nach. Ich schneide den nicht ab, werde euch auch gleich zeigen, warum. Ich halte mir den so fest. Habe mir den immer so eins, zwei Mal. Deswegen meinte ich, das wird hier ein bisschen Chaos, weil die sich hier mal aneinander fuddeln. Wo kommt der denn jetzt her? Das war nur so ein kleines Stückchen. Auch egal. Machen wir das. So. Und da werde ich die hier unten, den lege ich mich hier in einen so einen Vogel rein. Hab ein kleines Stückchen hier, wie ihr sehen könnt. Das kleine Ende da. Und das große Ende hier. Und drehe mir das dann einfach ein, zwei Mal so fest. Die könnt ihr nachher richtig schön noch so auseinanderfuddeln und auseinanderziehen, damit das richtig schön Volumen kriegt. So, den nehme ich dann grundsätzlich. Lege mir den hier einmal so rüber. So. Halte mir das hier wieder fest. Und wickel mir das immer in dieser Länge. So, zweimal habe ich immer gemacht. Und dann lege ich mir den hier wieder rein. Und drehe den wieder fest. Damit habt ihr hier so einen kleinen Nupsi und hier einen großen Nupsi. Und hier einmal nochmal, um hier in der Mitte noch ein bisschen was aufzufüllen, sage ich jetzt mal. Das sieht jetzt alles ein bisschen platt aus, aber wenn ihr das nachher alles so schön auseinanderzieht, sieht das ganz cool aus. Einen mache ich noch mit euch. Jetzt weiß ich auch, das sind immer nur so komische kleine Stückchen hier. So. Also, wieder ein bisschen Luft lassen. Und dann rumwickeln. Das ist gar nicht so einfach, weil das ja so borstiger Kram ist. Die verwickeln sich hier immer selber, die Vögel. So, wieder zweimal. Jetzt ist der hier ein bisschen länger.
Und dann habt ihr hier wieder den, legt den hier wieder rein. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Ich habe hier mal das größere Ende, wie gesagt, und hier das kleinere Ende. Und dann dreht ihr das wieder fest. Und das könnt ihr dann mit dem ganzen Ring machen. Ihr könnt das natürlich auch wesentlich größer und buschiger machen, dann habt ihr hier, keine Ahnung, so, wenn ihr immer 20 cm nimmt oder weiß der Geier, oder eben halt nicht nur so einen kleinen Nupsi, sondern einen großen und, also, wenn ihr hier nochmal die gleiche, das so, auch so lang macht. Das ist aber ja jedem selber überlassen. So, jetzt werde ich mal eben kurz auf Stopp drücken und gehe einmal komplett rum. Bis gleich. Jo, Kuckuck, da bin ich wieder. Ja, ich bin am Ende angekommen. Schneid das dann einfach ab. Und das darf denn hier erstmal so verweilen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe den noch nicht auseinandergefuddelt, also da ist schon eine Menge Volumen. Ne? Die Jungen. Aber das macht man zum Schluss. Fuddelt man da sowieso überall noch ein bisschen dran rum. Erschreckt euch nicht, da geht wirklich eine Menge Band drauf. Also, so sieht das Ganze schon mal aus. So, ich habe dann das einfach das nächste Band genommen. Da habe ich dann die hier genommen. Und die habe ich mir immer so grob genannt. Ich hoffe, das reicht alles noch so. 10, 20, 30. So grob 50 cm immer genommen. Die habe ich dann tatsächlich abgeschnitten. Und die wickel ich mir hier einfach nur so drum. Gehe aber unter dieses Band hier. Knote ich mir einfach so dran rum. So. Bin ich hier, da ist ein Scharnierdraht und da, und ich bin hier in der Mitte, bin unter dieses hier gegangen, ne, von hinten sieht das so aus, und knote mir das ganz einfach, ohne irgendwas anderes zu machen, hier fest. Ich mache auch nur einen Knoten rein, mehr mache ich nicht. Weiß gar nicht, könnt ihr das so sehen? Ja. Das war's. Und das mache ich jetzt mit jedem Zwischenraum. Nochmal. Also, ihr nehmt wieder euer ganzes Gebänzel. Das andere hier mal eben, weil die vertüdeln sich hier schon. Na, oh, Chaos pur. Weg damit. Dann nehme ich wieder grob meine 50 cm. Schneide das ab. Und gehe wieder unter den Ring. Hinter das Band. Und mach einfach einen Knoten rein. So. Und das machen wir jetzt wieder einmal komplett rum.
Bis gleich. Juhu, da bin ich wieder. Ja, ihr seht schon, es entsteht so langsam ein Chaos, ein wirres Chaos, aber das soll es ja auch so sein. Es ist schon prächtig gefüllt. Und irgendwie sieht es, wie gesagt, nach wirrem Chaos aus. Ja, ich würde mal sagen, ich fange denn jetzt mal hier mit den Schnüren an. Ich habe geguckt, ich habe mal 10 Lücken und werde mir den jetzt hier mal in dementsprechend 10 Stücke zuschneiden und bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ja, ich habe hier den ganzen Batzen und werde mir jetzt immer, ich versuche es zumindest, immer von jedem einzunehmen. Die sind sehr störrisch, die hauen auch ganz schnell ab, also aufpassen. Oh, da habe ich einfach vergessen durchzuschneiden. Wenn die nicht ganz gerade sind oder gleichmäßig sind, ist das völlig Latte, weil das passt. Den lege ich mir jetzt hier so, ne? Könnt ihr sehen, grob die Mitte in die offenen Chenildrähte hier rein. Ihr seht ja, hier ist ja noch, ne? Die Nupsis hier, die Antennen stehen noch ab. Den lege ich mir hier einfach rein und drehe das Ganze nochmal zu. Und schwuppdiwupp, könnt ihr das erkennen? Hier sind die Drähte. Habt ihr wieder ein Stückchen gefüllt. Und noch ein. Eins. Nehmt wieder eure, ja, das, was ihr eben halt habt, an Schleifenband oder so. Wieder einfach hier zwischen und einfach zudrehen. Und wieder habt ihr neuen Wirrwarr dran. Und ja, es füllt sich und füllt sich und füllt sich. Ich würde mal behaupten oder sagen, ich benutze hier nochmal 1, 2 Vögel, mache noch einen mit euch. Ja, hier reinsetzen in der Mitte. Und werde dann mal wieder auf Stopp machen und werde meine Runde drehen. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ja, eine Menge los, würde ich mal behaupten. Der eine oder andere, also mein Mann würde sagen, es könnte auch ein bisschen schlichter sein. Ja, ich habe hier schon mal einen gemacht. Hier mit Schleifenband. Das ist so praktisch der obere Teil, denn von dem unseren Pinökels. Ich habe immer einmal, ja, keine Ahnung wie viel, 30 cm oder so, wie viel das sind, von dem Band. Immer einmal so gemacht und habe den dann auch so geschlossen gelassen und hier oben auf. Und den könnt ihr dann entweder versetzt immer machen oder wie ihr den immer noch anbinden wollt, das bleibt euch ja überlassen. Ich habe jetzt hier einmal den geschlossenen nach außen und das offene nach innen und werde das bei dem nächsten andersrum machen. Den setze ich wieder zwischen den Chenildraht und drehe wieder einmal feste rum. Und dann sieht das Ganze so aus. Aber ich glaube, ich werde sie alle nach außen. Ich werde sie alle nach außen. Also die hier. Das Geschlossene. Alles komplett nach außen setzen. Es ist, der Kranz ist sowieso schon sehr unruhig.
Sonst habe ich hier noch mehr Unruhe drin. Ja. Und so geht ihr denn den ganzen Kranz nochmal reihum. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, das Chaos ist vollbracht. ja, ihr seht schon, ich habe hier schon mal testweise was draufgelegt, nur um zu gucken, wie es mir gefällt. Ja, also Chaos pur. Aber das sieht jetzt wirklich, es sieht wirklich schlimm aus. Aber wenn es an der Tür hängt und das komplett fertig ist, das sieht einfach, ja, es ist ein mega Hingucker. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde die wohl, weil ich habe die ja von hinten so gemacht, mit Heißkleber draufkleben. Da werde ich euch nicht mit bei haben. Das werde ich gleich so machen, irgendwie zwischendurch. Dass wenn das so oben ist, dann werde ich das wohl, ja, die so zwischendurch. Hier unten kommen ja noch die Beine dran und oben die Mütze. Obwohl, denn, wenn da die Mütze kommt, dann werde ich das so rum machen. Und so schön, wie ich die Blätter finde, aber ich finde das denn wirklich zu viel, habe ich mich jetzt entschieden, ich werde dieses Band nehmen, werde das immer wieder zwischen meine restlichen Nupsis, die ich hier habe, setzen und jeweils ein so ein Ball. Das macht das Ganze, weil es weiß ist, noch ein bisschen ruhiger. Ja, das werde ich, glaube ich, so machen. Wenn wir das jetzt hier unten haben. Ich mache das jetzt einfach, dass es hier unten ist. Ich lasse das hier ein bisschen hängen. Ich muss den sowieso nachher noch verschmelzen. Ihr wisst ja, die Viecher gehen ja sonst immer auf. Werde hier einen Ball reinsetzen. Also ich keine Ahnung, wie die Schneeball, Schnee, keine Ahnung, wie die Vögel hier heißen. Bei mir ist ja mal alles Vögel, ne? Und Nupsis. Den Draht werde ich hier drunter verstecken. Oder ich werde ihn ganz einfach abknipsen. Welch ist er? Ja, das gefällt mir ganz gut so. Das ist denn der kleine Abschluss. Ich werde das Band hier, weil ich finde grün, das passt ganz gut, weil es ziemlich viel pink ist, immer ein bisschen hier so einfach zwischen rumfallen lassen und dann eben halt beim nächsten Chenildraht wieder mit fixieren. Damit mir das nicht irgendwann ganz unten dran rumhängt. Ja. So werde ich das machen. Packe ich wieder alles rein. Draht hat dann auch ein Ende. Das biege ich dann immer ein bisschen um, dass das so nach unten ist, damit das nicht an den Fingern wehtut nachher oder so. Den Draht biege ich hier auch ein bisschen drunter. Ja, und dann sieht das Ganze praktisch so der Abschluss aus. Ja, ich gehe dann mal wieder meine Runde und bin gleich wieder bei euch. So, dalle. Ja, ich habe schon etwas weitergemacht. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt hier den Abschluss drunter gemacht. Hier ist jetzt immer noch, wie gesagt, so ein kleines Stück Draht. Das biege ich hier irgendwo mit hin. Das sieht man so gar nicht mehr. Ja, ich habe hier, wie ich eben gesagt hatte, dieses ja, Lametta Paillettenband, sag ich mal so, einmal hier drum gelegt. Und immer hier an den
Blüten mit festgemacht. Die Enden habe ich mit dem Feuerzeug ein bisschen eingeschmolzen. Man sieht es an meinen Fingern, ich habe mich schön verbrannt, weil man kann ja nicht warten, man muss ja anfassen. Besonders viel Spaß. Ja, und die könnt ihr jetzt sehen, habe ich mit Heißkleber festgeklebt. Hier oben auch und den. Weil das ist ja sonst, ich kriege die so sonst nicht anders fest und das finde ich vollkommen okay. So liegen die, sieht das aus, als wenn sie da drauf liegen und fixieren gleich auch zeitig auch nochmal die Bänder dahinter ein bisschen miteinander und ja, alles ineinander verschmolzen. Hier oben habe ich jetzt das Band festgemacht. Da habe ich jetzt einfach nur, ich habe das doppelt gelegt und eben halt so einen Schlaufenknoten reingemacht. Ich mache hier oben immer gerne noch einen Knoten rein und dann wird das hier oben irgendwo aufgehangen und schneide dann das Restband, was ich nicht brauche, entweder ab oder lege ich es nochmal doppelt und befestige es dann hier unten nochmal irgendwo. Ja. Das war das. Dann sind gleich die Beinchen dran. Ne? Die werde ich gleich noch befestigen. Und ich würde mal sagen, dann gucken wir mal, welche Lichterkette wir benutzen. Ich gucke erstmal, ob die grüne auch grün leuchtet. Das würde ich ja voll genial finden. Der ein oder andere weiß es mit Sicherheit schon. Ich meine, ich habe diese Lichterkette im Action gekauft. Aber so wie das, weil wenn man auf mal auf das Bild guckt, sieht das nicht danach aus. So, Batterie. Erstmal das Fach irgendwie aufkriegen. Ja, manchmal scheitert es an den einfachsten Dingen. So. Uff, es ist sehr hell, grell. Aber ich werde dieses hier nehmen und werde meine Schneeflocken nicht nehmen. Weil das Grüne kann man dann eventuell ja, peppt vielleicht noch ein bisschen auf. Obwohl man das andere ist durchsichtig, das sieht man auch nicht, aber. Finde ich ja immer ein Fuddelkram hier, ne? Aber dieses Auseinander, den Knuddeln hier. Ja, wir kommen ja nun so langsam dem Ende zu. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin zwar ja noch da, aber. Und vielleicht werkelt ihr euch auch einen Kranz. Und ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Jetzt werde ich mal eben gucken, wo es unten. Hier ist unten. Das werde ich euch gleich zeigen. Den hier unten befestigen. Ich gehe nur mal eben mit dem hier gleich so nur drum herum. Wupp, 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 wupp. So sieht der Vogel übrigens von hinten aus. Den hier werde ich jetzt noch mal befestigen, und zwar mit einem mit dem Benzel hier. Also eigentlich reicht das vollkommen aus. Mal grün. Bis jetzt hat es zumindest. Ich werde mir hier mal ein paar Löcher suchen. Um ihn hier durchzufädeln. Ausnahmsweise mal von vorne durch. Und dann, so habe ich das übrigens bei deinem Kranz auch gemacht. Das Batteriefach
dass da die Öffnung oben ist. Das ist bei dem hier jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil hier unten der Nupsi ist. Also muss ich das irgendwie so hinlegen. Und knote das hier einfach fest. Der Öffner ist da. Ja. Also ich knote das einfach fest, weil so kann man das Fach zur Not noch wieder runternehmen, rausnehmen. Und keine Ahnung, wenn die Lichterkette kaputt ist, neue Lichterkette rein oder whatever. Batteriewechsel. Ne? So, jetzt habe ich den, habt ihr gesehen, da festgebunden. So kann man nämlich von hier in reinfassen, wenn der denn hängt. Und anmachen. Und dann kann man das alles wieder verzuchen und man sieht wieder nichts davon. Alles schön. So. So, ich werde jetzt mal die Lichterkette schön hier drum rum drapieren, so wie es geht. Und dann bin ich gleich nochmal bei euch. Ich glaube, ich werde ihn jetzt vollenden. Das heißt, ich werde die Beinchen dran machen und die Mütze dran machen. Vielleicht werde ich gleich nochmal auf die Suche nach den Glöckchen gehen und die Glöckchen noch fix dran nähen und dann werde ich euch den Kranz in voller Pracht zeigen. Ja, so machen wir das. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe euch jetzt mal eben in der Hand, ihr wackelt etwas, sorry. So sieht er dann fertig aus. Ja, Glöckchen habe ich natürlich noch nicht gefunden. Ich gehe mal eben ein bisschen näher ran. Aber die finde ich noch, sonst kaufe ich noch welche. Aber da müssen Glöckchen ran. Hier. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. In diesem Sinne einen wunderschönen Montag und ich hoffe, bis bald. Tschüss.